Ob man 30 oder 50 km/h mit dem Auto fährt, macht einen riesen Unterschied. Wenn ein Auto mit 50 km/h einen Menschen niederfährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch stirbt, 5-mal höher, als wenn dieses Auto nur 30 km/h fahren würde. Ich frage mich, warum 50 km/h eigentlich noch Standard im Ortsgebiet sind. Es gibt nämlich gute Gründe, die dafür sprechen, 30 km/h flächendeckend einzuführen. Erstens die Sicherheit. Wenn ich langsamer fahre, dann senke ich damit auch das Risiko, dass Menschen bei einem Zusammenstoß sterben. Der Anhalteweg, also die Zeit, die ich brauche, um zu reagieren, zu bremsen und stehen zu bleiben, ist bei Tempo 30 11 Meter lang. Wenn ich Tempo 50 fahre, brauche ich aber mehr als doppelt so lang, um stehen zu bleiben. Punkt 2, der Lärm. Denn Tempo 30 verursacht einfach viel weniger Lärm. Bei Tempo 50 ist es nämlich so, dass wir nicht nur die Motorengeräusche hören, sondern auch die Abrollgeräusche der Reifen. Und das macht wahnsinnig viel Lärm. Wenn wir aber langsamer fahren, reduzieren wir diesen Lärm. Und wir Menschen nehmen das so wahr, als würde sich die ganze Verkehrsmenge halbieren. Weniger Lärm ist gut für unsere Gesundheit, denn wenn wir über einen längeren Zeitraum hoher Lautstärke ausgesetzt sind, macht uns das körperlich und psychisch krank. Drittens die Luftqualität. Denn wenn wir langsamer fahren, dann gelangt auch viel weniger Feinstaub in die Luft. Denn der Feinstaub entsteht nicht nur durch die Abgase der Fahrzeuge, sondern auch durch den Abrieb der Reifen und durch das, was wir aufwirbeln, wenn wir über die Straße fahren. Und wenn wir langsamer fahren, wirbeln wir einfach weniger auf. Und auch davon profitiert wieder unsere Gesundheit. Es gibt also keine guten Gründe gegen Tempo 30 im Ortsgebiet.